Hallo Leute. Punkt 1. Flumi besteuert in dieser Aufnahme 12 von 10. Der Kompressor von Audacity ist nur so gut, wie er ist. Ich bin nur so schlecht, wie ich bin. Ich würde gern sagen, ich hab's in den folgenden Aufnahmen besser hinbekommen. Ich kann aber sagen, ich hab mich wenigstens angestrengt. Punkt 2. Immer wenn ich ein Intro oder ein Outro einspreche, dann spielt es das in doppelter Geschwindigkeit ab. Und mit leicht erhöhter Stimme. Leicht. Ja gut. Falls irgendwas in der Folge komisch sein sollte und wir klingen wie Mickey Maus, sag mal bitte Bescheid. Eigentlich sollte es normal sein, aber ich habe keine Ahnung. Das war's auch schon. Jetzt geht's los. User in your channel started recording. In der letzten Folge. Flumi. Hallo? Hallo. Hört ihr mich? Ja. Ich höre euch nicht. Das ist egal, du kannst einfach weiterreden, User weil wir nehmen ja auch... die wollen sich doch nur drecken! Ja gut. Dann warten wir halt, bis sie wieder da ist, dann kannst du weitermachen. Ich finde, da können wir wenigstens mal eine... Erzähl mal was aus deinem Leben, wenn wir schon warten. Ich aus meinem Leben? Ja. Oder aus Davids Leben? Kannst du... Das ist mir egal, mach doch einfach, was du willst. Achso. Da sind ja zu viele Möglichkeiten, das überfordert mich. Freie Sprache und so, das ist nicht so meins. Freie also. Reden halt. Und bei dir so? Ach du, da war einiges hier. Das eine und das andere. Und dann habe ich wieder alten Omas über die Straße geholfen bei Rot und so. Ah, also es gibt halt ihn und solche und dann gibt es auch gar nichts. Aber das sind die Schlimmsten, wa? Das sind die Schlimmsten. Das wirklich so. Ich gucke hier gerade, was ich mir aufgeschrieben habe, was ich heute mit euch machen, oder was ich irgendwann mit euch machen könnte. Aber es ist noch keine... Na gut, wir gucken einfach mal. Na dann. Wird geil. Bald. Sag's was. Ja, in der letzten Folge auf jeden Fall habt ihr hier Halloween gefeiert. Mit passt geiler Kostümierung. Und fast gar keine Konsequenz. Ja, warte mal. Ich hab fast einen umgebracht. Den habe ich gerettet und dafür kriege ich ja auch User noch seine Freude wieder. Ja. Aber trotzdem. Den das stimmt schon, aber trotzdem. Den größten Shit hat ja so hier Sophie gemacht. Was? Du hast dich quasi mit dem Prinzen angelegt und zwar auf ultra Art und Weise. Das stimmt, aber Grafen. Du hast jemandem seine Freude abgepresst. Nachdem du ihn umbringen wolltest. Ich wollte niemanden umbringen. Du bist einfach weggegangen. Ja, und du hast gesagt, ey, du darfst leben, aber nur, wenn du mir deine Freude gibst. Ist völlig normal. Der wäre schon von alleine wieder zurechtgekommen. Wer der das? Die. Na klar. Niemand. Wenn nicht, ist er zu schwach. Und wer zu schwach ist, stirbt im Winter. Oh Gott, ich hab's gesagt. Ich muss mich erstmal kurz selbst geißeln, ja? Mhm. Oh. Du sollst es nicht genießen. Ich kann nichts dafür, also. Ihr hättet also fast diesen armen Jungen umgebracht mit seinem eigenen Schatten, was von euch auch so beabsichtigt war. Ich habe mir das gemerkt, ihr erhaltet dafür natürlich noch negatives Karma. Und, genau, dann seid ihr zum Hofe, um zu malen und zu beobachten, wie deine Brut sich in den Tod stürzt. Und dann seid ihr mit dem Puka geflohen. Mhm. Achso, und genau, und dann hast du ja noch voll das gute Geas bekommen, damit du jetzt ein bisschen was machen kannst. Und es ist nicht deswegen, weil er sich absichern wollte, falls du doch recht hast. Das ist ein guter Mann, der nach dem Rechten sucht. Na? Du Hure. Und unser liebster... Allerliebste Troll ist weg, auf der Suche nach irgendwelchen Bergen, um sie zu erneuern. Ach, stimmt. Das stimmt. Und Sophie hat eine Wette gewonnen, deswegen. Das ist die Frage, mit wem? Klingt fast so, als hätte man letzte Woche was gemacht und das machen wir heute mal nicht so viel, würde ich sagen. Alles klar. Viel Spaß und bleib geil. Na dann, schönen Abend noch.
Dass sie immer so negativ ist. Ich weiß auch nicht. Das ist der Winter. Das ist er. So. Live und in Schwarz-Weiß. Ich hab mir... Achso, okay, gut. Was hat ihr gesagt? 3x3 Tage? Ja, ne? Ja, 9 Tage. Geil, dann habt ihr jetzt noch 8, bis ihr gebumst werdet. Na dann, ich hab nichts vor. Ha, Ich wollte in die Bibliothek. Damit bin ich beschäftigt. Ich mach mit Uni weiter. Ich hab ja Unikram zu tun, das ist ganz wichtig. Ja, wie haben wir uns da jetzt eigentlich entschieden? Wir hatten uns so entschieden, dass ich das versuche und mein Bestes gebe. Ich bin ja ein Einzelmännchen, ich kann das. Naja, 2 bis maximal 2,5 Tage kannst du schaffen, aber es wird nicht reichen. Wie, das wird nicht reichen? Leider ist ja der Bachelor über Deutschland gekommen. Das heißt, du kannst das nicht strecken, nicht wirklich. Du hast einen Stundenplan und auch wenn es keine Anwesenheitspflicht gibt, hast du dort immer irgendwelchen Shit da noch zu machen, gerade bei Agrarwissenschaften, glaube ich, sind da auch irgendwelche hier, wie heißt das gleich? Nicht Praktika, sondern Exkursionen. Die Exkursionen gehen sogar noch, aber irgendwelchen anderen Seminare. Shit da. Seminare. Ja, die Seminare, ich meine... In den Seminaren gibt es sogar zum Teil dann auch Anwesenheitspflicht, wenn der Pech... Nee, hat der Dekan gesagt, gibt's nicht. Aber trotzdem gibt es da einfach Sachen, wo du anwesend sein musst. So, also bei uns, das wird schwierig. Bei uns war jedes einzelne Seminar anwesenheitspflichtig. Du hast aber auch keinen Bachelor gemacht. Das stimmt. Oder? Das stimmt. So. Und der Dekan in Halle sprach, es gibt keine Anwesenheitspflicht an dieser Universität. So. Die Sache ist, selbst wenn du es jetzt nur erstmal versuchst, wird sich das vermutlich erst ein bisschen später negativ äußern. Haben Agrarwissenschaftler Praktika? Na, Exkursion, denke ich viel. Und Praktika dann halt in der vorlesungsfreien Zeit, die aber gerade nicht ist. Nee, ich meine sowas wie Laborpraktika oder sowas könnte ich mir nämlich fast vorstellen. Wie viel des Semesters, David? Also wir hatten vom ersten Semester an und das haben alle Naturwissenschaften. Ich weiß nicht, ob das bei Agrarwissenschaften auch so ist. Also wie viel das? Welches waren wir denn? Zweite, dritte? Wie sowas war ich, glaube ich. Sophie war im zweiten, müsste jetzt ins dritte kommen, glaube ich. Na, und David ist ja ein Jahr jünger. Ja, aber der hat trotzdem, Sophie hat ja später angefangen. Die haben auf jeden Fall mindestens gleichzeitig angefangen. Alles klar. Dann denke ich, dass die meisten Laborpraktika ehrlich gesagt schon vorbei sind. Man merkt, dass du nie Naturwissenschaften studiert hast. Weil Agrarwissenschaft ja die krasseste aller Naturwissenschaften ist und sich nicht auch viel mehr noch auf andere Dinge bezieht, wie wirtschaftliche Sachen und so. Das stimmt. Ich habe keine Ahnung, ob das, was für Dingsbums die haben. Also in einem normalen Studium, was nur eine Teil-Naturwissenschaft hat, kenne ich es zumindest so, dass du die ersten paar Semester viel Naturwissenschaften hast, um auszusortieren, wer bleiben darf und wer nur Geld einbringen sollte. Und dann machst du den Kram, der sonst noch so anfällt. So halten wir das jetzt auf jeden Fall. Du kannst es noch weiter versuchen. Spätestens Mitte, Ende dieses Semester wird es schlimm. Schlimm. Zumindest ohne Tricksereien. Gut, dann versuche ich das doch mal und überlege mir irgendwelche Tricksereien, wie ich das hinkriege. Viel Spaß. Okay, und Sophie wollte in die Bibliothek gehen. Mhm. Hast du irgendwas Besonderes davor? Welche Werke nimmst du dir denn? Das, was interessant aussieht. Die hat doch erstmal keine Ahnung, die muss sich erstmal einen Überblick verschaffen. Irgendwie über alles Mögliche. Das heißt, es ging um irgendwelche Schwüre, die wir mal irgendwie geleistet haben sollen, wo sie keine Ahnung hat, was das ist. So, das heißt, die guckt sich jetzt erstmal an, was für Möglichkeiten gibt's da, was ist da überhaupt so los, wie cool oder uncool ist was und wer ist dafür überhaupt verantwortlich zu überwachen, dass da irgendwas eingehalten wird. Und also, alles Mögliche in also so eine Richtung. Das Letzte ist schon mal sehr einfach zu beantworten. Der Traum, aber...
die Feen werden dich natürlich entsprechend behandeln, wenn du dich auflehnst gegen deine Schwüre und Eide. Und außerdem ist die Rede vom Schmied, wie bereits schon mal irgendwann angesprochen. Der gute, alte Schmied. Siehst du, dann gucke ich mal, was da so los ist. Das ist gut. Warte mal. Du hast doch bestimmt diese Recherche. Hast du sogar. Möglich. Seit wir nicht mehr selbst würfeln müssen, kenne ich meinen eigenen Charakterbogen nicht mehr, aber das ist okay. Das ist eine Schande. Nee, ich finde das ganz cool. Ich mag Charakterbögen nicht. Mhm. Also, du wirst was zum Schmied erfahren. Mhm. Also, der Traum überwacht die Eide und die Einhaltung und straft dich, wenn das im Eid festgesetzt worden ist. Und manchmal auch so. Das ist nicht unbedingt zufällig, sondern das ist nach Schwere deines Vergehens und so einem Shit. Und nach dem Leid, das du verursacht hast, zum Beispiel. Aber der Traum kann sich ja nichts merken. Der hat ja auch genug zu tun, ne? Unendliche Welten verwalten und was er nicht alles hat, Steuererklärung dann noch kontrollieren. Das ist ja alles nicht so einfach. Und deswegen, außerdem hat er überhaupt kein Gehirn, deswegen lässt sich das alles nicht so gut merken. Muss es jemand geben, der das für ihn aufzeichnet? Muss es immer geben? Vielleicht ist dieses Ding, diese Person, die sich Chimäre, was auch immer, auch ein Teil des Traums, also eins seiner Organe, seiner Ausführenden. Das ist der Schmied. Und der Schmied hat einfach tausend unendliche Ketten, wo die Eide drin, hier quasi drinstehen. Also die sind so geformt wie Worte quasi. Und da kann man das alles nachlesen. Zu jedem Zeitpunkt, in welchem seiner Milliarden Leben man welchen Eid geschworen hat und was das genau für einer ist. Den heutzutage zu finden ist, naja. Gar nicht so einfach, sagst du. Naja, das was da drin steht, das ist eine lose Zusammenfassung von Erlebnisberichten, was du da hast. Da munkelt man, dass das Hause Eilund die Möglichkeiten verfügt, ihn aufzuspüren. Aber es wird auch heutzutage einfach nicht mehr so oft gebraucht, weil an manche Eide kann man sich erinnern und manche sind, also die wenigsten sind für, auch das erfährst du, sind irgendwie ein Leben lang oder darüber hinaus. Die darüber hinaus sind, die kosten so viel Glamour, dass du vier Feen leer pumpen kannst oder so, weißt du? Deswegen, und eigentlich, wer ist denn auch so blöd und schwört ein Eid für immer? Wer macht denn das? Trottel. Deswegen ist das heutzutage nicht so wichtig für die meisten. Ich glaube aber, dass der Eid, den wir geschworen haben, da fiel doch schon mal sogar ein Name des Eides. Den habt ihr euch so leider nicht gemerkt. War das nicht der Eid des Handschlags? Nee, irgendwas mit Herzen. Ist das so? Also David hatte den gehört und ihr habt ihn dann leider vergessen. Ich gucke jetzt danach. So ein paar Sachen wusste ich ja. Ich gucke erstmal nach Handschlag, weil sowas habe ich noch im Kopf. Ist das so? Ja. Ist da irgendwie von... Wie lange bist du in der Bibliothek? Mehrere Tage, ne? Ich habe Zeit. Scheiße, dein Wurf ist gut genug, dass du nach ein paar Tagen den findest. Na dann, erzähl mal. Eid des Handschlags. Blut um Blut, Knochen um Knochen, Leben um Leben, bis nur noch wir beide auf Erden wandeln. Mein Leben liegt in deinen Händen, mein Blut fließt in deinen Adern. Halte mich in Ehren und ich werde dir meine Kraft leihen, brich dein Band und wir gehen beide zugrunde. Ich schwöre dir Freundschaft, ein Eid des Handschlags und der Herzen im Gleichklang. Pass auf. Der dauert für die Ewigkeit. Brauchst einen Zeugen dafür? Die Konsequenz, wenn du den brichst, sind Tod und Verderben? Na, da steht zumindest was von, und wir werden beide zugrunde gehen. Pff, wer weiß. Von dem, was man machen muss, klingt es ziemlich genau, was ihr noch wisst, nämlich Hände um Klinge falten und so und Blut vermischen und solche leckeren Sachen. Der gibt euch eine Menge Kraft. Das ist höchstwahrscheinlich von dem, was man lesen kann, das, was immer alle sagen. Mensch, ihr seid ja am Anfang schon so voll dick und richtig saftig von Glanz. Ich würde gern mal reinbeißen und sowas. Ich weiß, dass es deprimierend ist. Am Anfang denkst du noch, du bist was Besonderes und jetzt hast du nur irgendwann mal eine Dummheit in deinem Leben gemacht. Ja, Moment mal. Ja, stimmt.
Und ich meine, es erklärt sich von selbst, aber das machen die Leute eigentlich nur, wenn das Verhältnis fast dem wahrer Liebe entspricht. Und das, was man bei wahrer Liebe schwört, ist nicht so brutal in der Inkonsequenz. Ernsthaft? Nee, das ist eher so Schande und sowas. Weißt du, woher das kommt? Von dem Spruch Bros before Hoes. So ist es. Nee, aber wenn du zum Beispiel in alter wahren Liebe, da sitzt dann ein Vögelchen auf deiner Schulter und trällert, und wenn du deinen Partner verrätst oder betrügst, dann schweigt der einfach nur und jeder kann das sehen. Das ist sicher auch nicht schön, du fühlst dich dann richtig dreckig und sowas. Und du kannst ein bisschen Banalität abkriegen, aber das endet halt nicht mit Siechtum. Euers schon. Mit Krankheit und Siechtum, Pestilenz und Cholera. Für das Ramsheimer-Zitat bekommst du einen Klaps auf die Schulter. Na dann. Ja. Gut, haben wir das schon mal geklärt? Achso, ein Eid, der für die Ewigkeit geschworen ist. Den kannst du entweder brechen und mit den Konsequenzen leben, oder du kannst ihn auflösen lassen vom Schmied, also quasi die Glieder der Kette entwirren, aber das wird er nicht so einfach machen. Da wird er schon einen Grund sehen wollen. Einen sinnvollen. Sowas wie, wir wohnen zusammen und hat sich rausgestellt, ich putze da zu selten für David, wird nicht reichen. Nee, aber wir waren Ewigkeiten zusammen auf der Flucht. So ist es. So, das muss einen Grund haben. Wir wissen nur noch nicht genau welchen. Doch, den wisst ihr. Stimmt, Traumstein und so. Mhm. Genau. So. Es könnte vielleicht in Zusammenhang stehen, dass man sowas schwört. Und wenn das nicht mehr notwendig ist, könnte man so einen Eid sogar brechen lassen, denke ich. Weil der Grund für den Schwur dieses Eides... Warum willst du mich verlassen? Ich will dich nicht verlassen. Ich möchte nur gerne mit dir befreundet sein, ohne daran gebunden zu sein. Jetzt stell dich nicht so an. Aber dieser Bund gibt euch so viel Kraft. Genau. Und es ist auch nicht so schlimm. Nein, ist ja alles gut, aber... Ist es denn so schlimm, mit mir befreundet zu sein? Ja, danke. Nein, überhaupt nicht. Aber man muss sich alle Optionen offen halten. Sag, warum bist du eigentlich so laut? Ja, das frage ich mich auch gerade, warum du so arschlaut bist. Bin ich das? Ich habe keine Ahnung. Ja. Du warst zwischendurch leise und dann plötzlich sind mir die Ohren abgefallen. Da weiß ich nicht, woran das liegt. Ich habe jetzt meiner und des Zuhörers Ohren zuliebe dich einfach auf minus 300 gestellt und das passt schon. Okay. Verlass mich, nee. Ich will dich doch gar nicht verlassen. Ja, siehst du, dann mach dir doch keine Gedanken über den Reit. Doch. Wir werden ihn wohl nicht aus Versehen brechen. Ach so, da wäre noch was. Hm. Könnte ja sein, dass man irgendwann mal, vielleicht wusstet ihr ja auch nicht immer davon, sich mal ordentlich verkracht hat, ne? Das Feenwesen an sich ist ja, brodelt ja schnell mal über vor Emotionalität. Und wenn da jetzt die letzte Konsequenz eingetreten worden wäre, ne? Und dann das Siechtum gefolgt wäre, dann ist der Traum so freundlich und wird dir im nächsten Leben die Chance geben, das wieder gut zu machen. Also du bist dann gleich wieder ausgestattet mit dem Eid, das ist ja für die Ewigkeit. Ah. Das heißt, du kannst ihn brechen, aber dadurch noch nicht gleich auflösen. Okay. Du meinst, brechen kann ich ihn nur für ein Leben, halten tut er aber für die Ewigkeit. Naja, das Bündnis wird neu geschmiedet, auf dass ihr euch hier diesem, ne, gerecht verhaltet. Ah, okay. Das ist quasi, wenn du mir das Herz brichst, dann reiße ich dir deins aus, quasi, im übertragenen Sinne. Okay. Sei nett zu mir. Bin immer nett zu dir. Ich meine, darunter zählt nicht, dass du ihm Radiergummi klaust und er dann beleidigt ist. Das muss schon was Heftiges sein. Okay.
So, dann habe ich ja noch so ein tolles Geas gekriegt und habe immer noch keine Ahnung, was es mit Greifen ohne Federn oder Flügel. Ich müsste das jetzt noch mal im Einzelnen nachlesen, da habe ich jetzt gerade keine Lust zu. Ich weiß, das wird nicht so einfach und das ist auch jetzt nicht dramatisch, aber... Hey, ich würde dazu gar nichts sagen. Also, das ist der Greif ohne Schnabel, Flügel und Federn. Es sei nur Folgendes, ihr sagt da die... Greif ohne Schnabel, Flügel und Federn, das ist bestimmt eine Hand. Es sei nur so viel gesagt, dass wenn du von dem mythischen Wesen ausgehst, da gibt es ja in der Literatur verschiedene Varianten. Bei mir ist es immer halb Löwe, halb Vogel. Vorne mit Vogelkrallen und also wie Löwenbein, aber halt fedrig und mit Krallen und Flügeln. Und dann die andere Hälfte ist einfach nur ein Löwenschwanz und die hintere Hälfte halt. Ja, ich müsste jetzt nochmal gucken gehen, ob das mit der Hand passt, aber das klingt erstmal vernünftig. Ja. Also ich meine, zu greifen gibt's halt echt viel Literatur und die meiste ist selbstverständlich verknüpft mit dem Hause fucking Gwydion. Ja, das ist jetzt erstmal langweilig. Okay, Häuser kann ich trotzdem mal gucken und was es mit den verschiedenen Höfen so auf sich hat und so weiter und so fort. Ja gut, das schaffst du dann alles nicht mehr. Nö, aber ich hab ja Zeit. Ja, gut. Ich alles muss ja klar. Nicht zur Uni. Ist klar. Pass auf. In der Nacht, bevor es rumpeln soll. Oh, bevor es rumpeln soll, will ich noch meinen Freund die Glücklichkeit klauen. Also vermute ich noch ein, zwei Tage vorher. Ja. Wir hatten ja quasi gesagt, es braucht so ungefähr ein Intervall von einem in der Woche, sollte ich da mal vorbeischauen. Genau, ja, das passt. Ihr kanntet euch vor der Party nicht, aber es ist nicht so schwer, seine Adresse rauszufinden. Spätestens wenn man über Walli gehen würde, ist das alles kein Problem. Und der wohnt im Zentrum, direkt am Hallmarkt. Das ist eine gute Idee. In einem schön sanierten Altbau. Man könnte ihn heilisch werden, sag ich mal, mit Bodenheizung und so einem Gerümpel. Die Miete musste dementsprechend horrende sein. Das ist irgendwie so eine Dreier-WG. Der hat und Geld. Das wollte ich damit sagen, ja. Und die beiden Schnepfen, die beiden lieblichen Maiden, mit denen er da zusammen wohnt, sind offenbar gerade nicht da. Der wird ja auch... Willst du einfach noch hin? Wie willst du das machen? Andersrum. Ich würde quasi bei ihm klingeln. Also ich würde einfach vorbeischauen beim Klingeln und... Okay. Ja, würde die Tür öffnen mit einem Staubsauger in der Hand. Ja, Mahlzeit. Moin. Na, wie geht's? Komm rein. Gerne. Stellt das Ding ab, geht auf die Kommode, also geht zur Kommode, nimmt sich seinen Kaffee, schlürft. Die Party, ne? Da warst du. Genau. Wie geht's dir, Tim? Ja. Ist ganz gut. Freut mich. Sahst ja auf der Party nicht so ganz so glücklich aus mehr. Weiß nicht mehr so viel davon. Nee, nicht. Irgendwie war nicht so cool, ne? Da war, ja. Ich gucke ihn erwartungsvoll an. Kann ich dir helfen? Ja, du wolltest mir etwas geben, was mir gehört. Hatte ich mir was geliehen? So in der Art. Na, dann hilf mir mal weiter. Du erinnerst dich an die Gruselgeschichten? Weißt du auch, was danach passiert ist? Na. Ich
hatte so eine Art Panikanfall, glaube ich. Panikanfall? Naja, nicht ganz. Aber so könnte man es natürlich ausdrücken. Und was hat das jetzt... Also ich verstehe nicht, Hans. Nun, ich habe dir dafür etwas, ich habe dir etwas gegeben, um dich zu beruhigen, und ich das bräuchte ich wieder. Ah, okay. Sicher. Was war das? Ich hab... Warte. Er geht zu so einem Schälchen, wo übel viel Plunder drin ist, so Feuerzeuge und anderer Scheiß, den halt Gäste oder sowas vergessen oder man irgendwie mitschleppt und seine Taschen findet und dann erstmal nicht weiß, wohin, der aber nicht in, auf dem ersten Blick Müll ist. Er hält dir das hin? Ist es vielleicht da mit dabei? Ist da irgendwas bei, was glitzert? Na, ich meine, also auf. Ne? Ich weiß schon. Ja, es ist ein Schlüsselanhänger, ein Panda-Schlüsselanhänger. Da ist das Glück enthalten. Das Glück ist aber kein Glamour. Okay. Es ist Freude. Und Zufriedenheit. Faszinierend. Ich nehme mir den. Du, erst was anfasst, kriegst du einen kleinen Stromschlag. Au. Die Dinger sind ja statisch aufgeladen. Und du sollst nichts nehmen. Außer wenn du dreimal gefragt hast. Ach ja, scheiße. Oh. So ein Kaffee. Wedel dann mit der Hand. Der Panda, kannst du mir den geben? Nimm ihn dir doch einfach. Ja, ich steck mir meinen Finger im Mund. Der hat mich gerade gepiesackt. Gib mir den mal bitte. Willst du mich irgendwie... Was soll denn das? Keine Ahnung, der war gerade irgendwie statisch aufgeladen. Hey, jetzt greif halt rein. Wenn du erlaubst, dann nehme ich mir den halt selber. Ja, Mann. Doch, dann habe ich dreimal gefragt. Perfekt. Klasse. Ja. Er guckt dich verständnislos an. Perfekt, super, dankeschön. Mhm. Ich guck so hoch. Sicher, dass da nicht noch mehr dran war? Hä, hey, na, das ist, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr, was du mir gegeben hattest, aber das ist hier so der Kram, der dafür gedacht ist. Ich meine, du musst ja wissen, ob das ist, was du mir gegeben hast. Das ergibt nicht mal Sinn. Das hat dich beruhigt. Ja. Und ich war auch ziemlich betrunken, aber das kenne ich. Ja, dann, wenn das ist, dann... Alle sieht sich. Man sieht sich. Okay. Klar. Ja, ich würde dann quasi das Haus erstmal verlassen. Ja, und ich habe jetzt eingefangene Freude. Ja. Witzig. Weiß ich nichts mit anzufangen. Aber das kriege ich noch raus. Das stimmt. Immerhin hast du jetzt. Gut. In der Nacht, bevor es rumpeln soll, also. Ein letzter Versuch. Ansonsten sage ich immer oben oder unten ab jetzt. An der Wohnungstür. Ach nee, das ergibt ja nicht mehr Sinn. Unten an der Haustür klingelt's. Also dort, wo dann die Gegensprechanlage zuständig wäre. Unten. Außerhalb eures Hauses. Wie spät da ist es? Es ist 19.30 Uhr. Sophie schlupft zur Tür, drückt den Türaufknopf. Wer ist denn das? Keine Ahnung. Kann ich gleich sehen? Macht die Wohnung, das Tür auf und wartet.
Die Wohnungs- oder die Haustür? Also, es kommt eine Gestalt nach oben, geschlurft, die sich mehrmals verstohlen umguckt. Sie trägt einen Mantel, eher so eine Art Umhang vielleicht aus, aus einem türkisen Stoff, ein dicker Stoff. Fee oder Mensch? Es ist eine Fee. Aber du kannst den Feenschein nicht direkt erkennen, weil das sowohl chimärisch als auch menschlich halt den Körper verdeckt. Und wenn dann er dann die andere Statur, kann man einen eher zumindest vermuten. Nach oben kommt, siehst du, dass das Gesicht in der Kapuze im Schatten liegt. Immer, auch wenn er direkt vor euch ins Licht tritt. Guten Abend. Hi. Wir wollten euch einladen zu eurer Henkersmahlzeit. Wir wissen Bescheid und naja, wir wollten euch danken. Wofür? Und mit einem feinen Essen. Wer sind wir und die und warum? Wir fragen nicht, wir sagen nicht, ihr werdet es schon sehen. Okay. Ich meine, ihr müsst nicht kommen, wenn ihr nicht wollt, aber es war eine nette Geste. Sophie zuckt mir den Schultern und geht raus. Zum guten Essen sage ich niemals nein. Unten, ich nehme mein Glück in Dosen mit. Sehr gut. Unten steht ein Touristentaxi, also so ein Fahrradtaxi, kennt ihr, ne? Eine Rikscha. Quasi, aber die sind ja noch ein bisschen anders. Die europäischen, ne? Die sind ja zumindest überdacht. Die anderen sind ja auch überdacht, aber ist auch egal. Sowas steht auf jeden Fall. Bloß nicht direkt als Taxi gekennzeichnet, sondern halt als ambulanten Pranger im Wesentlichen. Und der würde sich dann vorne auf den Sattel schwingen. Na dann. Dann fährt er los. Und kehrt ein in die Goldene Rose, das ist dort am Eselsbrunnen. Das ist ein ganz normales Halb-Restaurante, Halb-Fire-Location für so ein bisschen alternativen Kram. Und abends ist dann halt eigentlich schon kein Essen mehr, das ist irgendwie nur so mittags und abends dann halt irgendwas anderes. Aber heute offenbar ihr. Er wird dort in der Nähe parken, schön das Fahrradschloss rausholen und dann zur Tür gehen und die euch aufmachen. Cool, danke. Sophie geht rein. Ich folge. Ihr werdet in den Nebenraum geführt, wo eine lange Tafel da steht. Da sitzen ungefähr 7 Nöcker, die, als ihr erscheint, aufstehen, ihren Schulrand schieben, sich dahinter stellen, stramm stehen. Der am kurzen Ende, ein etwas älteres Exemplar mit einem perfekt in Kringeln ausrasierten Backenbart und mit einer Brille, die ständig verschiedene Gläser vor die Augen schiebt, mit kleinen Greifärmchen, wobei einem der Ärmchen das Brillenglas herunterfällt, sagt dann, willkommen, setzt euch hin. Wir setzen uns hin. Sophie setzt sich hin. Ja, Stühle heran. Sophie merkt, dass mir etwas unwohl wird. Sophie noch nicht. Die ist eigentlich neugierig und recht gute Dinge. Wenn David kurz zögert, dann wird der hinter euch kam, der inzwischen auch die Kapuze abgenommen hat, ist natürlich auch ein Nöcke, dann sagen, jetzt setz dich hin, du dummer Vollidiot. Entschuldigung. Lass es raus. Nee. Ich setz mich hin. Bevor wir speisen. Das ist wieder der am kurzen Ende. Wir wollen euch im Namen aller freien Nöcker, also uns unseren Dank aussprechen, dass ihr dummen Kanalratten, ihr seid einfach die Besten. Danke. Gern geschehen. Es ist endlich. Seht in diese zufriedenen Gesichter voller Häme und Tatendrang von diesen Erfindern, die jetzt endlich wieder die Dinge tun können, die den Nöckern zustehen. Den aberwitzigsten, besten, beschissen, geilsten Kram zu erfinden, der die Welt je gesehen hat. Unabhängig von irgendwelchen
Glanzgaben von irgendeinem Herzog oder irgendeinem Berater und nicht mehr überschattet von dieser Nückerrohrpost oder diesem beschissenen Eisensänger, der sowieso immer nur Reparaturen braucht. Ihr könnt nicht machen, was wir wollen. Wir wollen euch danken, bevor ihr morgen vermutlich, keine Ahnung, einen Kopf kürzer seid, aber wir werden euren Kopf in Glas einlegen und wir werden ihn auf den schönsten und besten Roboter setzen, den wir je gesehen haben. Am besten einen hydrischen, damit beide Köpfe Platz haben. Klingt cool. Bringt das Essen, bringt das Essen. Es wird dann ein Kellner hereinkommen. Ein menschlicher, der mehr als irritiert reinschaut und mehreres auftischen. Es sind keine Ahnung, Speisen, die so zubereitet wurden und angerichtet wurden, dass sie eher optisch ansprechend sind, als dass es besonders viel wäre. Also für jeden halt ein paar Bissen. Deswegen aber noch nicht so ein überteures Food, sondern es scheint noch im Rahmen, aber immer mit einem kleinen Extra. Also zum Beispiel überbackene Birnen mit Zimt und Kardamom. Und so ein Gedöns, aber es muss immer irgendwas, ein kleiner Touch-Spezielles dabei sein. Hm? Mhm. Und als der Kellner dann geht, wird der am Tisch Ende sagen, ah, wie er schon läuft, dieser Vollidiot, ich könnte einfach nur eine Arschtrittmaschine finden, ein bisschen sich mal ein bisschen schneller bewegen, ein bisschen schneller bewegen. Ein anderer. Kannst du dich nicht einmal zusammenreißen, du ungehobelter Flausenkopf? Wie nennst du mich, du stinkender Molchteichschwimmer? Er nennt dich Flausenkopf, du Ziehsohn Newtons. Das geht zu weit! Es wird ein Wortgefecht ausbrechen. Kurz und brachial. Sophie wird zuhören und anfangen zu essen. Und sich freuen. Sie werden nicht so weit gehen, irgendwie handgreiflich zu werden, nur aufspringen. Ein paar Köpfe werden anfangen, aus den Ohren heraus Dampf zu schlagen und puderrot anzulaufen. Und dann wird eine kleine Gruppe entstehen von Nöckern, die sich gegenseitig auch selbstdichte beleidigen. Eure Handys stürzen ab, die Uhr bleibt stehen, die Wanduhr, die da ist. Draußen die Straßenlaterne flackert und derlei Dinge. Und am Ende würde man euch keine Beachtung mehr schenken, weil sich diese kleine Gruppe vollständig auflöst mit dem mit mehreren offenbar frisch geschlossenen und tiefgreifenden Feindschaften. Der einzige, der übrig geblieben ist, es scheint eher ein Jungspund zu sein. Er ist auch tatsächlich sehr rot angelaufen, hat die ganze Zeit nichts gesagt und tippte wild auf seinem Handy herum. Sophie ist in Ruhe. Es schmeckt okay. Hat dem Wortgefecht amüsiert zugehört. Andere hören Hörbücher oder gucken Filme. Sie hört den Nöckern zu. Dann gucke ich mir guck mal zu den Typen. Und? Eine Sekunde noch. Eine Sekunde noch. Nicht ansprechen, bitte. Ah, Internetflame. Okay. Entschuldigung, was? Du hast über das Internet geflamed, hä? Ich habe dort, wo es angemessen ist, den Leuten das gesagt, was sie endlich hören sollten. Sehr gut. Die Erfindung des Internets ist eine Erfindung, die uns so viel weiter hätte bringen können. Lappen. In einem Forum für frustrierte Hausfrauen. Keine gute Zielgruppe. Die wehren sich nicht. Da wird man gebannt und dann muss man auf einen seiner anderen Accounts zugreifen. YouTube, viel besser. Was gibt es noch Schönes? Instagram. Die Leute sind viel empfindlicher, wenn sie Bilder von sich posten und dann erwarten, dass man was Nettes sagt. Aber ich habe doch nie was Nettes gesagt. Und ich habe es auch noch nie für nötig befunden. Sehr gut. Ich empfehle da solche anonymen
Bilderhosterseiten. Hm. Meinst Imgur und sowas? Und Forscher an etc. Das ist gute Haltung. Oh yeah. Naja, 4chan ist schon ziemlich gut. Ich muss immer ein bisschen aufpassen. Ansonsten könnte ich aus Versehen was Rassistisches sagen oder so. Könnte passieren. Kann passieren. Aber Tumblr ist auch ziemlich gut. Tumblr und die ganzen Feministenmeute aufzuscheuchen. Oh. Sehr schön. Ich hoffe, euch schmeckt's ein bisschen, denn morgen seid ihr voll gefickt. Ja, passiert, ne? Hm. Aber ihr habt uns tatsächlich einen großen Dienst erwiesen, wisst ihr das? Jetzt schon. Genau, jetzt schon. Ich meine, die Vollidioten kamen ja nicht dazu zu erklären, aber der Nöcker an sich, der ist nicht am kreativsten, wenn er Zeit hat und mit einem schönen Kaffee vor einer leeren Wand sitzt oder so. Der Nöcker ist am kreativsten, wenn er neidisch ist. Wenn er grün anläuft, weil der Typ neben ihm was richtig Krasses erfunden hat und wenn er ihn überbieten will. Und wenn der Hass in ihm gärt, dann ist die Zeit, wo die besten Erfindungen kommen. Dann ist die Zeit, wo wir nur auf jemanden wie Einstein blicken müssen und plötzlich explodiert auch sein Hirn. Und das konnten wir nicht. Das konnten wir einfach nicht, weil entweder waren wir angestellt und mussten aushelfen bei diesen lächerlichen Double-Erfindungen oder wir haben halt überhaupt nicht irgendwie Glamour sammeln können, weil alles da reingeflossen ist und so ein Scheiß. Und jetzt sind endlich auch die Nöcker, die für den Double und so gearbeitet haben, im Zwang auch wieder Neid zu erfinden. Und dann können wir sie wieder noch mehr hassen. Und ich denke, wir haben eine große Ära vor uns. Ich zur Zeit und ohne angeben zu wollen, habe schon fast vollendet mein mit Katzen betriebenes Dreirad. Es läuft auf einer Katzenbasis, die durch wiederum Hunde angetrieben werden. Eine Klappe kann heruntergefahren werden, sodass die Hunde eventuell dann sie nicht mehr sehen und auch den Geruchsreiz verlieren. Sie produziert zurzeit ein bisschen viel Abfall, aber funktioniert recht gut. Ich denke, ich werde bald in eine Großproduktion gehen. Na dann. Für den Fall, dass wir das überleben, kann ich dann jetzt haben? Ein Cat-Car wird sicherlich nicht billig und ich hoffe, du kannst mit 8 Katzen umgehen. Die müssen ja auch, nicht wahr? Nein. Aber ich will auch so ein Cat-Car. Nein. Ich habe schon als Kind keinen Cat-Car gekriegt. Nein. Interessante Namensgebung übrigens, ich mag das. Ich dachte erst eine Thunfisch Basis, um die zu reißen, aber manchmal sind die auch einfach nicht hungrig oder so. Hunde funktionieren viel besser. Und vor allem sind das kleine faule Säcke, die Katzen. Ja, aber wenn so ein Hund ihnen schon fast in den Schwanz beißt, dann können die. Das aber allerdings keine zu aggressiven. Es gibt auch Katzen, die Hunde jagen. Das wäre da gut für den Rückwärtsgang vielleicht. Das kommt immer auf die Größe des Hundes an. Rückwärtsgang habe ich überlegt, das ist tatsächlich rückschrittlich. Der Fortschritt geht halt immer nur voran und nicht rückwärts. Indeed. Zur Not kann man die Maschine auch einfach umdrehen. Wo wir gerade noch so gemütlich beisammensitzen, ihr habt ja nicht mehr viel Zeit. Wärt ihr denn dann vielleicht interessiert, Zeit an mich zu verkaufen? Nein. Ich biete gute Konditionen. Nein. Also doch, tust du vielleicht, aber kein Interesse. Wenn ihr es euch irgendwann anders überlegt, ich brauche sie immer. Zeit kann man immer gebrauchen, das stimmt. Ja, ich brauche sie nicht für so triviale Sachen wie Lebensverlängerung oder mehrere Dinge auf einmal machen oder irgend so ein Ding. Ich suche nach der Uhrzeit. Und erforsche deswegen das, was wir heute zur Verfügung haben. Es ist sicherlich. Ich brauche eine ganze Menge davon. Vielleicht solltest du mal im Traum gucken gehen. Wenn das so einfach wäre, als ob ich da so einfach reinkäme. Die Zugänge sind ja doch. Naja. Und außerdem bin ich jetzt nicht jemand, der sich sonderlich gut seiner Haut erwehren könnte. Und ich habe hier auf gewisse Verpflichtungen. Deswegen
Ich müsste auch allerlei Maschinen, die ich eigens dafür entwickelt habe, halt diese Forschung so anzutreiben, mitbringen. Und wenn ich überhaupt aus meiner Wohnung raus transportiere, dann werden die vermutlich schon von der Banalität komplett zerstört. Es sind empfindliche Geräte. Das ist natürlich ärgerlich, ja. Aber eines Tages werde ich wissen, wie sie aussah. Die erste rohe Menge Zeit, die existierte und wie sie sich dann verhalten hat. Wahrscheinlich war sie pink. Das ist Unsinn. Du scheinst nicht viel zu verstehen von der Physik der Zeit. Sophie schmunzelt ein bisschen und isst weiter. Aber ich meine, wer tut das schon? Ich würde gerne, aber das war's auch. Also wenn ihr irgendwann doch auf die Idee kommt, zu verkaufen, sie wäre bei mir in guten Händen. Das kann ich mir vorstellen. Ich wollte gerade sagen, schreibt mir eine unselige Kopfschmerzpost an Claudius, aber das geht wohl nicht mehr. Nee, das ist so richtig. Wie schade. Altmodisch funktioniert sowieso viel besser. Er schiebt euch eine Serviette rüber mit seiner Handynummer. Besten Dank. Dankeschön. Ich habe gehört, einer deiner Kollegen will eine David-Vernichtungsmaschine bauen. Weißt du, wie weit er ist? Wir sind nicht besonders kollegial. Wir werden meistens nicht erfahren, was der andere genau macht. Hast du einen Namen von dem? Leider nicht, er war zu in Rage, um mir seinen Namen zu verraten. Also sagst also, ich würfe mal für dich Erinnerung, ja? Achso, hast du den Namen? Oh, sehr gut. Ja, warte. Oh, übrigens hat er es nicht vorher, er ist schon dabei. Ja, aber es wäre ja echt schade, wenn ich jetzt vom Grafen hingerichtet werde und er seine Maschine nicht mehr fabrizieren konnte. Oh, David, ich habe ein Bild von ihm. Falls dir der Name nicht mehr einfällt. Wo habe ich mir denn hingeschrieben? Ich finde ihn noch. Okay, ich finde ihn nicht. Ah! Obwohl doch, ich habe mir sogar einen NSC gemacht. Ich erinnere mich. Warte. Ah, genau. Quaklodius Bockheimer. Das hat er mir niemals gesagt. Doch. Sonst hätte ich den Namen ja nicht gehabt. Ich habe die Folge nochmal nachgehört. Und daran erinnerst du dich auch. Ach doch, warte, er hat gesagt, glaube ich, irgendwie, dass er mich zerstören will und dann soll ich wissen, dass es Claudius Bockheimer oder so? Da musst du dir keine Sorgen machen. Also nicht vor einem Jahr oder so, vielleicht länger. Das wäre aber echt ärgerlich für ihn. Da lohnt sich mein Tod von den der Graf mir dann ja aufzwingt, ja schon. Wer denkt, du stirbst doch nicht morgen. Das habt ihr doch mir gerade angekündigt. Naja, haben wir gesagt, dass du stirbst? Ja, naja, das war metaphorisch. Ach so. Ja, wir haben es nicht so mit schöner Sprache. Also für uns ist Sprache schon etwas anderes, tatsächlich. Eine fachgerechte Beleidigung hat doch auch was Angenehmes. Dann hat er ja noch ein bisschen Zeit, seine Maschine fertig zu machen. Das ist ja gut. Da bin ich ja beruhigt. Ja, ich meine, der ist eine ziemliche Grafennutte. Der hat erstmal anderes zu tun. Ich meine, er hat halt natürlich die Vorteile, dass er ein bisschen was an Ressourcen zugeschachert bekommt, dieser Lappen, weil er am Hof halt versucht, in möglichst viele Ärsche zu kriechen. Aber auf der anderen Seite muss er sich jetzt halt um Wiederaufbau und sowas kümmern und all die Sachen und ist auch ein bisschen, er ist halt nicht frei und deswegen ist auch seine Kreativität nicht frei. Sie ist halt gebunden an irgendwelche Regeln. Alter, die Zeiten, wo die Nöcker Herren hatte, für die sie bauten, die sind doch so lange um. Na, vor dem musst du dich nicht fürchten. Dann hoffe ich, er hat eine gute Grubenlampe. Wenn du so viele Ärsche kriegst, kannst du? Eine mit Scheibenwischer. Du bist wirklich das ekelhafteste Orakel, das ich je gesehen habe. Und das erste. Nein, ich habe vage Erinnerungen an irgendeine Schlucht mit Gasen in Griechenland und ich muss wohl daraus schließen, dass es Delphi war.
Ah, okay. Vielleicht wurde ich ja Robbe übers Ohr gehauen. Wäre möglich. Kann sein. Na gut, ihr wollt nicht verkaufen, dann seid ihr auch gerade für wenig Interesse. Nein, unser Dank ist euch auf jeden Fall sicher. Auch wenn es gerade nicht so aussah. Wir werden uns daran erinnern. Und falls ihr noch mal vorhabt, gewisse staatliche Einrichtungen mit sinnlosen und versklavenden Maschinen zu zerstören, sagt uns vorher nicht Bescheid, aber seid nachher darauf gefasst, dass wir uns revanchieren. Ihr Kackvögel. Nur für den Fall, dass welche sind denn noch versklavend und scheiße? Dann bist du ja noch ein Bündel, ne? Ja, dann wirst du das erst rausfinden, wenn die Zeit vorbei ist. Oha. Klingt schon wieder so, als das ist die FSK 18-Variante der Maschine, oder was? Nein, aber irgendwie müssen doch Tribute eingetrieben werden. Denkst du, da kommt jemand persönlich vorbei? Richtig, das ist ja ein Feudalsystem, man muss Tribute zahlen. Ech. Und ihr habt ein... Warum baut ihr so einen Kack? Ich hab das nicht gebaut, ich würde nie so einen Scheiß bauen. Das Ding ist hässlich. Das Ding ist sicher funktional, aber es gäbe so viel, was man verbessern kann. Außerdem funktioniert es mit einer Energiequelle, die kein vernünftiger Nöcker, das ist nicht ganz richtig. Es funktioniert mit einer Energiequelle, die halt mehr als gefährlich ist. Plutonium. Nein, Fubas, ich benutze keine, ich würde nie sowas bauen. Ich nehme es nicht als Beleidigung, aber fast, mein Junge. Fubas? Ja. Sowas hat schon mal irgendwer gebrüllt, glaube ich. Ja, Fuba ist die Bezeichnung für so eine Art Irrlicht, was Energie liefert, aber auch gleichzeitig die Bezeichnung des größt anzunehmenden Unfalls. Ja, ich hatte irgendwie das Gefühl, dass das sowas hieß wie Lauf und wenn du nicht schnell genug bist, schmeiß dich auf den Boden und halt die Hände über den Kopf. Ja, und das sagt eigentlich schon alles. Das heißt quasi super, super, super Mega-GAU und das ist der Name für das Ding, was Energie liefert. Klingt witzig, wenn es kaputt geht. Naja. Weißt du, es ist halt, kannst du dir vorstellen, wie eine Mischung aus thermischer Energie, magnetischer Kraft, elektrischer Energie und ein paar anderen Sachen. Und wenn das kaputt geht, können da verschiedene Prozesse eintreten. Ich guck Sophie mit großen Augen an. Können wir das kaputt machen? Wir sind heute ziemlich sicher, dass das, was als schwarze Löcher bekannt ist, die ersten Nöcker sind, die die Reise zu den Sternen außerhalb des Traums angetreten haben, mit Raumschiffen auf Fuba-Basis. In etwas größerem Umfang, als wir das jetzt hier benutzen können. Dementsprechend würde ich euch dringend davon abraten, das zerstören zu wollen. Spaß war der was. Ich zerstöre nicht wirklich intentionell. Manchmal schon, aber... Was bist du denn für ein Orakel des Winters? Die Goblinfrucht. Mein Herr, meine Exzellenz, die Goblinfrucht ist mir einfach in den Mund gefallen. Ich wollte das nicht. Doch. Die Folgen waren mir nicht ganz klar, aber... Die Karte. Das ist eine schöne Karte. Nicht wahr? Aber das war's wert. Allerdings trifft die, glaube ich, bei einem bekackten Orakel jetzt nicht so richtig auf Zuspruch. Das ist mir vollkommen egal, denn so ist es gewesen, aber wie gesagt, das war es wert. Exzellenz, kann ich etwa in die Zukunft sehen? Ich wäre gern dabei. Das wird morgen ein Gericht sein, richtig? Ja. Bräuchten wir da eventuell einen Anwalt? Wofür? Es gibt keine Anwaltschaft bei uns. Na, ich meine nur so eine Art Fürsprecher, jemand, der die Regeln kennt oder so. Wofür? Fällt mir nur gerade. Graf kennt doch die Regeln. Er ist das Gericht und ist quasi auch dein Anwalt. Yay. Richter und Henker. Ja.
Du bist im Land der Dichter und Denker und Richter und Henker. Ich meine, das ist auch... beinahe poetisch. Nee, ist ziemlich dumm. Ich muss euch leider sagen, dass mein Personenkontakt für heute ausgeschöpft ist. Mein Weaponized Autism wird bald ausschlagen und dann möchte ich nicht, dass ihr in der Nähe seid, denn ich brauche euch ja noch als Zeitverkäufer. Das ist wohl richtig. Schön. Dann auf bald. Da dann. Oder auch nicht. Mach's gut, viel Spaß im Leukämieforum. So viele Tränen, so viel aufrechte Entrüstung. Mann, Alter, das ist fast besser als ein Megu-Face. Bis bald. Bis bald. Dann steht er auf, streicht sich seine Klamotten glatt und geht. Sehr schön. Und jetzt? Naja, wir wären jetzt noch zu Ende, würde ich sagen. Ja. Und ist doch schön, dass wir auch positive Resonanz kriegen. Das stimmt. David? Mhm. Morgen keine großen Diskussionen. Das wird nicht viel bringen. Ja. Sonst hätte ich jetzt ja vielleicht den Herrn Satt gefragt, ob er uns verteidigt, aber... Sinnlos. Wofür denn? Was, inwiefern denkst du denn, Verteidigung würde was nützen? Nee, einfach nur aus... wir haben ja alle schon mal ein bisschen Scheiße gebaut, und denke ich einfach mal vielleicht, wenn jemand, der die Regeln kennt, uns bremsen kann, bevor wir irgendwas tun, oder sagt, hier, das ist aber gar nicht so nett, dass der das macht, dann tut er das vielleicht. Ich glaube nicht, dass das irgendwie zielführend ist. Na gut. Also, mach was du willst. Du bist das Orakel. Ich für meinen Teil werde sowas nicht in Anspruch nehmen. Das hebe ich mir lieber auf für Situationen, wo es sich lohnt. Alles klar. Ich meine, Fakt ist, was passiert ist, ist passiert. Und ehrlich gesagt, ich denke immer noch, dass es das für mich wert war. Egal, was für eine Strafe jetzt kommen wird. Okay. Ich meine, er kann das ohnehin so auslegen, wie er möchte. Das ist vollkommen egal, wer für irgendwen oder gegen wen spricht. Wenn er uns ficken will, dann kann er das. Und zwar problemlos. Wenn er das nicht will, haben wir Glück gehabt. Wir werden sehen. Ja. Juti. Isst du das noch? Darf ich das haben? Ja, klar. Du darfst es auch haben und du darfst es nochmal haben. Ja, aber ich muss auch erst fragen. Ja. Darf ich es haben? Ja, ja. Gut. Ich esse das letzte Stück. Das ist doch schön. Und dann gehen wir wieder nach Hause, würde ich sagen. Müsst ja vorbereitet sein. Ihr werdet ja auch am nächsten Tag immerhin bei Sonnenaufgang abgeholt. Ja, ist ja mitten in der Nacht. Es ist eher definiert als... Naja, ja, ja, du hast recht. Ich meine, im November ist es relativ spät. Da schläft sie immerhin schon seit ein paar Stunden, ja, aber viel zu früh. Ich kann nichts dafür, dass du so ein Dunkelkammerkind spielst. Tja. Ihr werdet abgeholt von... Trolle sind leider aus. Ihr müsst abgeholt werden von einem Heinzelmännchen. Oh, das ist nett, das lade ich erstmal ein zum, ob es reinkommen möchte und einen Tee trinken möchte. Nee, du, danke, das ist wirklich nett. Aber ich muss euch direkt mitnehmen, weil ihr werdet ja, aber jetzt so viel braucht sowieso noch 5 Minuten. Dann sag immer, die soll sich beeilen, das geht so nicht. Wenn ich sie das nicht gesagt hätte, bräuchte sie 10. Ich hab hier einen strengen Zeitplan, ich soll euch einladen, dann gehen wir da rüber, dann werdet ihr abgefrühstückt und dann muss ich noch Holz hacken, Ofen anmachen, dann muss ich hier, also ich meine... Ich kenne das ja, ich würde dir ein bisschen Arbeit abnehmen, aber... Ich muss die Donnervögel füttern und ich weiß nicht mal, wo ich meine Isolierhandschuhe gelassen hab. Ich setz Kaffee auf und beziehungsweise mach so halt quasi so 2000 Tee. Er stampft auf. Nee, jetzt reicht's auch. Die soll sich hier, Orakel, jetzt mache mal Eier.
Was willst du? Es ist mitten in der Nacht. Nee, wer hat euch jetzt hier verurteilt? Das hätte man mir auch mal eine Stunde früher sagen können. Da hättest du doch noch geschlafen. Dann wäre ich vielleicht schon mal wach gewesen. Na, du bist ja jetzt wach. Ich reich ihm einen Tee. Das ist wirklich nett von dir, ist aber nicht nötig. Ich reich ihr einen Tee. Oh, du bist ein Engel. Ich weiß. So, aber husch, husch. Ja, Mann. Sonst kriegt er noch Ärger. Ja. Und? Ich halte daran fest, Ankündigung vorher hilft dabei. Das ist nicht meine Sache. Ich helfe doch auch mal aus. Okay. Du kannst ja nichts dafür, aber verdammt, ich bin noch nicht mal wach. Und es ist so schwer, die Augen offen zu halten. Lass mich doch alle in Ruhe. Ich habe Herrn van Eyckfischer schon gefüttert für dich. Ja. Du sollst den nicht immer füttern, der wird zu dick, der kann sich sein Essen selbst suchen. Ja, aber wir sind vielleicht den ganzen Tag weg. So. Das ist ein verdammter Rabe, der kann sich sein Essen selbst suchen. Geh in dein Zimmer. Ach, red nicht so mit mir, du bist nicht mein Vater. So, ganz schön undankbar hier. Morgenmuffel. Wärst du in 3 Stunden gekommen, wäre das gut gewesen. Dann wäre sie wieder quasi wie eine Wintersonne. Ja, aber das wäre ja noch schöner. Dass sich jetzt der Delling Dings da aussucht hier, also der Deli aussucht, wann er verurteilt wird. Das wäre auf jeden Fall praktischer. Nee, also das finde ich nicht. Na, wir werden auf jeden Fall alle vorbereitet, nicht wahr? Naja, wenn es Gebäck dazu? Ach, naja, wenn du jetzt so ein kleines, wenn du so was Kleines hättest. Na sicher. Ist nur eine Kleinigkeit, aber ich pack dann halt so ein paar Biskuits und so weiter. Englisches Biskuit. Der scheint gut Appetit zu haben. Ja, das war mir schon klar. Aber trotzdem könnte das mal ein bisschen schneller gehen. Ja, geht's, aber dann gehe ich nackt. Wenigstens ein also ich meine, kann auch nichts dagegen sagen. Also ich meine, wenn du jetzt nackt rauskommst, aber ich soll dich ja nur anholen, wie ich genau nur angezogen das ist. Aber da habe ich überhaupt nichts zu tun. Sie kommt wenige Minuten später raus und ist ja, so, ja, gut, auch doch. Ausgefertigt. Also jetzt doch, naja gut, dann ist ja auch noch, naja klar. Angezogen. Na ja, deswegen ja. Ja. So, ja, gehen wir halt. Er wird euch geleiten zum Schloss. Ist wohl keine öffentliche Veranstaltung. Das Schloss, also da gibt's einfach Bissspuren von den Schlangen. Und da scheint immer noch ein Knistern und ein übel riechender und ätzender Gestank rauszukommen. Das scheint auch noch nicht in den Griff bekommen worden zu sein. Dingens. Da ist offenbar Verfall immer noch ein Thema. Ihr werdet dann vorgeführt, den Herrschaften. Und zwar sind die 4 Oberski schon da. Die warten offenbar. Wobei das zumindest den Grafen nicht sonderlich zu kratzen scheint, denn der ist schon wieder im Wunderland offenbar mit den Gedanken. Moment, das ist ein schlechtes Ding bei Feen. Der ist offenbar in einem anderen Wunderland. Walking in the Winter Wonderland? Das vielleicht nicht. Der Puka ist übrigens pünktlich gewesen. Das tut Sophie. Ist das so? Ich denke nicht. Du wirst von der strahlenden Sonne dort auf jeden Fall überfraut. Da ist nichts mit Winter Wonderland. Ich hasse diesen Hof. Ich finde die ganz, ganz schnucklig so. Also. Sie ist auch wach geworden jetzt auf dem Weg. Ja, das hoffe ich doch. Du konntest ja auch einen Tee unterwegs trinken. Ich reiche Sophie etwas Sonnenmilch. Brauche ich nicht.
Du siehst aber immer so gequält aus, wenn du hier hinkommst. Das hat aber nichts damit zu tun. Hier ist es einfach viel zu warm. Du kannst ja auch keine Sonnencreme reichen. Du hast nämlich keine Feen chimärische Sonnencreme. Nee, ja, richtig. Nimm mal nie so. Ich muss sowas mal herstellen. Das stimmt. Der Graf tritt einen Schritt vor. Blickt euch fest in die Augen. Und wie angekündigt, zumindest Sophie angekündigt, scheint da wirklich wieder wenig Rachsucht in seinem Blick. Nur, ich weiß nicht, schon auch Härte, ja, aber es ist nicht so wie bei dem kleinen Wänstchen. Bekennt eure Schuld. In allen Punkten. Er schaut zu David. Mittäterschaft. Jupp. Dann schaut er zum Puka. Ja, ich bekenne meine Schuld. Ich sehe ein, dass mein Handeln nicht rechtens und euch gegenüber sowie dem ganzen Hof und der Feenschaft dieser Grafschaft nicht angemessen war. Was? Ihr habt mich entschuldigt, meine Exzellenz, ihr habt mich nicht verstanden. Ich sagte, meine Schuld nehme ich auf mich. Ich betrachte sie als Schuld. Er holt nochmal tief Luft und dann wächst aus seinem Schnabel ein Eiskristall in der Form, der sich dann aufspaltet, in der Form einer Narrenkappe, wie es ja das Wappen der Puka ist, mit einem winzigen Luftlöchlein. Und dazu bewegt die Baroness Soff sanft und zärtlich formend ihre Hände und Finger, um auch die letzten Feinheiten da einzugravieren. Er stürzt natürlich erstmal auf die Knie und ringt dann nach Atem, was durch so ein kleines Strohhalmloch nicht so leicht ist. Der Graf blickt sich das kurz an. Ihr habt deine Freistatt geschändet und den Escheat gebrochen. Und dafür straft euch der Traum in unserem Namen. Dann tritt ihr zurück und die Herrin Elera tritt vor und hebt die rechte Hand, woraufhin euch dornige Ranken um die Füße fahren, die sich spitz in euer Fleisch graben. Der Traum straft euch mit Überdruss für das Blut des Lebens, das ihr vergossen habt. Und in ihrem Blick ist tatsächlich nicht Verachtung, aber Wut. Wut ist gut, wir nehmen Wut. Bei wem jetzt? Beim Frühlingskind. Ach. Dann tritt sie zurück und der Graf nochmal vor. Woraufhin aus diesen Blumen kleine Feuer- und Blitzstrahlen eure Beine empor bis zu eurer Hüfte schießen und euer Fleisch verbrennen. Der Traum straft euch mit Schande für die Furcht, die ihr in die Herzen der Feen gepflanzt habt. Dann auch er zurück und der diese Lieblingsski, der Herr Honar, woraufhin ein heftiger Wind aus den Ecken der Räume kommt und euch ins Gesicht schlägt und er riecht nach Verfall und Schimmel und wie nach der untersten Schicht eines Laubhaufens, der schon einen Monat da liegt. Der Traum straft euch mit Hunger für das Chaos, das ihr entfesselt habt. Dabei ist sein Blick besonders lange auf David gerichtet. Weiß aber auch nicht warum. Und schließlich werden die Rosen sich kalt in euer Fleisch schneiden, außer bei Sophie, da werden sie aber etwas fester einfahren, etwas tiefer, als die Baroness vortritt. Der Traum straft euch mit Verfall für die unreine Züchtung, mit der ihr unser Land überzogen habt. Dann setzt nochmal der Graf an. Auch sollt ihr euch jedes Jahr an diese eure Tat erinnern, solange ihr lebt. In Demut.
Dann wird endlich dem Puka erlaubt sein, normal zu atmen, weil diese Narrenkappe schnell zu schmilzen beginnt. Und ihr werdet durch ein etwas unwirsches, durch eine unwirsche Geste des neuen Kommandanten fort ihr schickt. Na dann gehen wir nach Hause. Was ist da gerade passiert? Was ist da gerade passiert? Wir sind verurteilt worden. Ja. Das fühlt sich jetzt irgendwie nicht nach einer Strafe an. Oh, ich denke, die wird noch kommen. Ich bin der anderer Meinung. Ich denke, wir haben es überstanden. Ich meine, mir wurde ziemlich übel mitgespielt. Sieh meine schönen Füße an. Ja, Hose drüber und sieht keine Sau. Außerdem. Der macht sich über mein Leid lustig. Ich hab dasselbe. Aber deine Füße sind nicht schön. Ja. Ich hätte mich auch selbst verteidigen können. Nun, ich denke, nach dieser wundervollen gemeinschaftlichen Arbeit werden wir sofort weiterhin direkt tief uns in Pläne werfen, um weiterhin einen kleinen Krieg zu führen. Ich meinerseits auf jeden Fall sehe den Krieg der Puka noch lange nicht als beendet. Na dann, frohes Schaffen. Danke, euch auch. Und Vorsicht, wenn man zu weit in die Zukunft sieht, dann sieht man nicht den Puka, der einem das Bein stellt. Sondern seinen eigenen Hintern, ich weiß. Das habe ich verstanden. Auf Wiedersehen. Schön. Ich bin mir nie ganz sicher, wann er die Wahrheit sagt und wann nicht. Dafür ist es ein Puka. Ja, das ist allerdings richtig. Ich mag ihn trotzdem irgendwie. Ja. So, und unsere neuen Tattoos, die bleiben dann wohl. Hier Tattoos. Ich zeig auf die Füße. Die sind nur von dem Blut überströmt, was ihr da wegen der Dornen und all der anderen Sachen und ein bisschen, weißt du, so ein paar Kälteverbrandsblasen hast. Aber sonst ist da nichts. Okay. In der Tat seht ihr äußerlich kaum eine Veränderung, außer den paar kleinen Wunden. Der Traum wird schon wissen, wann er damit auf uns zukommt. Bestimmt. Trotzdem war es das wert. Daddy, hast du eigentlich deine Freude mitgenommen? Dahin nicht. Okay. Die liegt in meiner Wohnung gerade. Alles klar. Jetzt ist die wahrscheinlich weg. Naja, wenn die nach Hause zurückkommt, wird Folgendes erstmal passieren. Sophie öffnet die Tür. Sie muss inzwischen kaum noch den Schlüssel einführen, weil sich die Tür besonders bereitwillig, also die Haustür, öffnet mit den Worten: Guten Tag, die gnädige Frau! Hi. Und dann wird versuchen, so schnell wie möglich vor David zuzuschlagen. Und eure Wohnungstür steht tatsächlich offen. Yay. Und in euren Zimmern wurde ordentlich gewühlt. Na dann. Die Freude liegt zertreten am Boden. Ist die kaputt? Es ist nur noch ein Panda. Das Gemälde von Sophie, das von David handelte, ist auf jeden Fall auch zerrissen. Alles klar.
Das empfinde ich als unfair. Warum haben die das Gemälde zerrissen und meine Beute zerstört? Meine geklaute. Warum sollten die das gewesen sein? Ja, wer war das? Ich weiß es nicht. Also irgendwie das war es und warum hat er das gemacht? Das ist halt so jetzt die Frage, die sich stellt. Mal sehen. Erstmal aufräumen. Haben wir Dinge bei uns im Haushalt, die reden können? Wenn, dann hatte ich bisher noch keiner dumm oder nett von der Seite angequatscht. Sophie fängt an, ihre Sachen zu ordnen. Sieht das so aus, als wenn die Freude das letzte war, was gefunden wurde, oder wurde noch mehr gesucht? Das ist natürlich erstmal schwer zu überblicken, aber bei vielen kleinen Sachen wurde nichts mitgenommen, sondern die wurden mutwillig zerplatzt. Sowas wie Fotos. Oh, Sophie hat bestimmt ein Foto ihrer Eltern irgendwo rumstehen gehabt. Ja, wahrscheinlich. Get fucked. In dem Rahmen, das heißt, er wurde draufgetreten mehrmals und das ist dann noch ein bisschen verknickt. Solche Dinge sind am ehesten beschädigt. Nichts von tatsächlichem Wert. Sowas wie euer Laptop ist intakt. Also eher Erinnerungswerte oder sowas. Ja. Alles, was womit wir Freude bzw. Emotion verbunden haben. Richtig? Nicht zwingend, nein. Manche Dinge, zum Beispiel, man kriegt ja, ich weiß nicht genau, wie es bei euch ist, aber man kriegt ja unheimlich viel Scheiße von seinen angeblichen Freunden geschenkt. Irgendwelche Sachen zum Hinstellen, die aussehen. Gerade wenn man keine Idee hat, was man jemandem schenkt. Oder so ein Kack. Solche Dinge, auch wenn du mit denen nicht viel verbunden hast, aber du hast sie aus Nettigkeit mal hingestellt oder mit irgendeinem leeren Platz zu füllen, solche Dinge sind auf jeden Fall auch kaputt. Wie viel habt ihr denn in Dings? Okay, nichts auf euren Hochbetten wurde gewütet, aber zum Beispiel nicht auf hohen Regalen und was auf eurem Wandschrank steht zum Beispiel ist safe. Ist der Kühlschrank leer? Nein. Selbst Fleischpastete ist noch da? Ja. Okay. Dann ist die ja so safe. Die war's nicht. Wenn ihr weiter aufräumt und Sachen nach Zerstörungsgrad und Wichtigkeit ordnet, findet ihr allerdings 1, 2, 3 blonde Haare. Lang. Lang und blonde Haare. Wer hat das in meinem Bekanntenkreis? Bitte? Wer hat in meinem Bekanntenkreis lange blonde Haare? Der Wanst. Wally hat nicht blond, ne? Die ist eher braun. Wally hat dunkle Haare. Ja. Ansonsten die hier Daria. Aber die ist blondiert und das ist eher naturblond. Das erkennt man an einem einzelnen Haar. Ihr habt gesagt 3, 4. Außerdem sind die hier ein bisschen kräuseliger und Darias sind perfekt geglättet und mit 3 Wettertaft behandelt und außerdem... Siehst mal, sag ich einfach, nee, Daria hat auch, die hat hier auch blaue Haare, damit ich so eine Krise nicht nochmal hab. Gut, ich räume erstmal alles auf. Und dann mache ich Mittagessen. Also, ich sag mal, ich glaube, irgendwas Brunchiges ist gut. Sophie hat ja garantiert noch nicht hier frühstückt. Nope. Was sagst du dazu? Wozu? Einbruch, Wohnung. Irgendwer kann uns wohl nicht leiden. Das ist wohl richtig. Ich wusste nicht mal, was ich mit dieser Freude anmache, die ich da mir besorgt habe. Keine Ahnung, jemandem das Leben versüßen vielleicht. Zum Beispiel. Übrigens, ne? Nach der Aktion
will ich nie wieder irgendeine Beschwerde dafür hören, dass dir jemand ein Versprechen abgerungen hat. Nie wieder. Ja, gut. Ich muss ja noch lernen, was ich tun kann. Also, nie was kann wieder. Ich da, außer, nein, ich keine hätte ihm auch Entschuldigung. So geholfen, aber das war halt hast du aber nicht. Du hast jemandem seine Freude weggenommen, David. Ich meine, es ist okay, ich verurteile dich nicht dafür, das halt aber das kann ich nachvollziehen. Aber ich will nie wieder, dass du mir gegenüber und rumheulst. Und das, was man mir angetan hat, ist ein riesiger Unterschied. Nein, David, du hättest ihn sterben lassen. Du hast ihn im Angesicht seines eigenen Todes stehen lassen. Und ihm gesagt, gib mir deine Freude, ansonsten wirst du sterben. Mann, du warst zu fies zu Jenny, jetzt ist er outgetimed. Sophie hat irgendwie das Gefühl, sie redet mit sich selbst. David hat sich zwei Finger in jeweils ein Ohr gesteckt. Und macht la 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 la. Ganz genau. Wir machen mal kurz die Aufnahme aus und wenn er wiederkommt, ist er 5 Minuten Pause und wir setzen da wieder ein, das passt schon. Jo. Das ist ein guter Cut-Punkt, der ist wie ausgesucht. Sie hörten Unfug. Wenn der Knallfrosch zweimal tingelt. Nach einer Geschichte von Lothar Lump. Gelesen von Felatio Flummi, Delly Dorftrottel und anderen. Ist ja in der Folge noch nicht so viel passiert, das heißt, da muss ich nicht so viel sagen. Ich muss nächste Folge super viel sagen, denke ich. Nächste Folge habe ich mich sehr gefreut über den Spielabend, aber ich mag ja auch Schlangi und ich habe ja auch ein Herz für Happy Endings. Deswegen belassen wir es hier bei Musik ist von Huma Huma, nennt sich von Russia with Love und das Bild ist von Stefan Keller. Bis zum nächsten Mal.